Euer Scanner, Drucker oder Fax zieht das Papier nicht mehr richtig, also entweder gar nicht oder direkt mehrere Seiten auf einmal. Tja, Ursache, das sind meist die sogenannten Einzugsrollen, die sich mit der Zeit abnutzen. Klar, jetzt kann man das Ding wegwerfen und einfach was Neues kaufen, aber oft da helfen schon ein paar kleine Tricks, um das Gerät zumindest für eine gewisse Zeit wieder in Gang zu setzen. Die meisten Geräte, die haben hier so eine Gummirolle auf einer Seite und auf der anderen Seite ein bisschen Kork. Als erstes sollte da beides mal abwischen. So Papierstaub, der kann einfach dafür sorgen, dass beides nicht mehr so richtig greifen kann und das Papier dann durchrutscht. Reicht das nicht, kann man mit einem schwachen Lösungsmittel über die Rollen gehen. Ich nutze meist Nitroverdünnung, für Härtefälle auch mal ein bisschen Aceton. Das löst dann die oberste Schicht des Gummi an und die Rolle kann wieder greifen. Bei Kork ist Abreiben meist okay, ansonsten hilft eine Drahtbürste, das ein bisschen aufzurauen. Dieser Einzugkram, der ist im Übrigen Verbrauchsmaterial. Zumindest bei Profigeräten kann man die also auch einzeln nachkaufen und wechseln. Deutlich günstiger als ein neues Gerät. Hat es bei euch funktioniert oder habt ihr noch andere Tricks im Ärmel? Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare.